Einen wunderschönen guten Tag zu einer neuen Folge von Train Simulator 21 der Danish Peters. Wir stehen heute, wie ihr sehen könnt, mit einem IC2 hier in Riesa. Und ja, das ist der dritte Teil aus der 3D-Zug-Paketreihe, wo ich euch ja schon zwei Teile vorgestellt hab. Und ja, diesmal fahren wir halt diesen IC2. Und stehen ja auch schon an Gleis 2 und ja, werden jetzt mal beginnen und mal schauen, was da auf uns zukommt. So. Öffnen das erstes Mal die Türen, würde ich sagen. So. Schalten noch. Hier 24 47 an die Fahrdienstleitung, bitte kommen. Fahrdienstleitung hört. Ich habe jetzt den Zug vom Kollegen in Riesa übernommen. Alles in bester Ordnung. Alles klar. Dann geht's jetzt nach Dresden. Einziger Halt ist zum Ausstieg Dresden-Neustadt. Und jetzt geht es auch über die parallele Berliner Strecke und umfährst alle Stationen zwischen Priesterwitz und Coswig. Im Störungsfall leiten wir dich über die Dörfer um, manchmal aber auch über Kossebaude. Dann müsste aber der Halt in Dresden-Neustadt entfallen. Das geht aber im Worst Case. Dann gute Fahrt. Naja, hoffen wir mal, dass heute alles beim Normalen bleibt. Ja, das hoffen wir auch und setzen uns hier in Bewegung. Ihr habt es gehört, einziger Halt ist also Dresden-Neustadt, den wir in gut 50 Kilometern erreichen werden. Ja, ich würde sagen, wir springen mal kurz nach draußen und schauen uns das mal an. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, mir gefällt der IC1 immer noch am besten. Aber ich glaube, das ist wie immer Geschmackssache. Hinten dran natürlich eine 146, die hier ordentlich anschiebt. Herzlich willkommen im Intercity der Deutschen Bahn nach Dresden Hauptbahnhof. Unser nächster Halt ist Dresden-Neustadt. Grüßen auch alle in Riesa zugestiegenen Fahrgäste im Intercity 2447 auf der Fahrt von Bielefeld Hauptbahnhof nach Dresden Hauptbahnhof. Nächster Halt ist Dresden Neustadt. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt. Ja, die wünsche ich natürlich auch, aber leider können wir oder kann ich hier nicht Dresden einstellen. Da würde ich sagen, wir nehmen einfach Hamburg Altona. Ich denke, das dürfte am passendsten sein, am nächsten sein. Und ja, da kommt uns eine Hamsterpacke entgegen. Können wir schauen. Ah, Fahrgastraum können wir leider nicht anwählen, merke ich gerade. Das ist schade, wie ich finde. Aber naja, man kann nicht alles haben. Natürlich auch eine Erste-Hilfe-Kasse mit an Bord, wie Sie es gehört. Das wollen wir nicht. Ansonsten ist hier leider gar nichts anwählbar. Was ja wirklich schade ist, finde ich. Aber naja.
Fenster scheint auch nicht offen zu gehen. Naja. Ist denn jemand von euch schon mal IC2 gefahren? Also ich persönlich noch nicht. Ja. Wie gesagt, mir gefällt ja IC1 besser. Aber da muss sich jeder sein eigenes Bild machen. Ich hoffe, dass wir gleich noch ein wenig schneller fahren dürfen als 120, weil der kann auf jeden Fall mehr. Tja, warum der da hinten drin sitzt, ist mir leider schleierhaft, weil, ja. Der fährt in die falsche Richtung. Aber naja, so ist das wohl. So, gleich mal 130. Jetzt kommen die hohen Geschwindigkeiten, gleich 160.
dann geht's gleich auf dem Abzweig. Leckwitz-Böhler 1. Noch nie gehört. Aber vielleicht kennt sich ja jemand in der Gegend aus. Ah, ich denke, ich werde gleich noch ein schönes Szenario mit einem ICE4 hinterherwerfen. Irgendwie habe ich Bock auf ICE4. Weil das erscheint mir jedoch ein wenig kurz. Von daher am Ende dieses Szenarios noch dranbleiben. Das würde sich auf jeden Fall lohnen. Wie ihr ja auch wisst, oder meine Stammzuschauer ja wissen, bewerte ich ja auch Szenarien und Aufgaben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mir fehlt in diesem Paket doch ein wenig die Action. Also das Unfeuer gesehene fehlt mir. Es sind einfach nur Szenarien, die einfach runtergespielt werden, wo nichts besonders... Unvorhergesehenes passiert, wo nicht irgendwie, keine Ahnung, mein Zug stehen bleibt, der Zug ausfällt, wo irgendwelche Dinge auf der Strecke passieren, Noteinsatz oder Bombendruck und solche Sachen. Das fehlt mir hier in diesem Paket doch ein wenig und deshalb ist das für mich nur mittelmäßig, aber wie gesagt, es ist Geschmackssache. Ich weiß nicht, wie es euch gefällt, wenn es jemand schon sich zugelegt hat, wie ihr das so findet. Also meiner Meinung nach fehlt mir hier ganz klar die Action. Bisher. Wie gesagt, es sind 6 Teile und vielleicht kommt da noch was, aber bisher ist das doch ein wenig mau. Muss ich ehrlich sagen. Ich bin ein wenig schnell, muss ich auch sagen.
So, gute Viertelstunde noch, da sind wir schon in Dresden-Neustadt auf Gleis 7. Verleihst Viertelstunde. Gute 10 Minuten, etwas mehr als 10 Minuten. Schöne ländliche Gegend. Ah, da kommt uns ein Güterzug entgegen. Sehr schön aus dieser Perspektive. Wunderschön. Jetzt schön über die Brücke. Ah, da rechts ist auch eine Bahnstrecke, oder? Ja. So, dann dürfen wir gleich 140. Der hat jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Dostos, oder? 1, 2, 3, 4, 5, ja. Darf man die überhaupt Dostos nennen? Sind das Dostos? Ich nenne sie einfach Dostos. Das sind Doppeldecker, ich nenne sie Dostos. Wer der anderer Meinung ist, gerne in die Kommentare damit. So, 8,5 Minuten, dann haben wir schon unseren ersten und einzigen Halt bis zu unserer Endstation Dresden. Ja, so eine IC-Verbindung von Riesa nach Dresden dauert nicht besonders lang. Schön auch die Vögel zwischendurch zu hören, muss ich ehrlich sagen. Wenn man genau hinhört, hört man sie schön zwitschern. Auch mal eine Perspektive, oder? Ah, Trampolin, oder ist das ein Pool? Ne, das sind alles Güterzüge und Masse unterwegs heute, ne? Ohne Ende. Immer dieselben, habe ich das Gefühl. Ah, irgendwie wird einem da komisch. Bah. Wir steigen mal wieder ein, würde ich sagen. So, warum auch immer, ich bin jetzt auf 130 runter und dann wieder auf 160 hoch. Dann werden wir das mal tun. Das ist jetzt gemein, dass das so schnell kam. 130 ist doch erst ein Kilometer angesagt. Naja, egal.
Wir haben es doch rechtzeitig vor der scharfen Kurve geschafft, würde ich sagen. Ah, Dostos. Mit einer 146er hinten dran. Also KI-Verkehr ist ja doch vorhanden hier. Doch schon einiges, aber leider ja, nicht viel Abwechslung. Es waren bisher kamen, glaube ich, die gleichen Güterzüge, eine Hamsterbacke und jetzt gerade die Dostogarnitur. Also, naja, könnte ein bisschen mehr sein. An Feldverkehr, würde ich mal sagen. Feldverkehr ist uns überhaupt noch nicht entgegengekommen. Finde ich ein bisschen komisch. ICEs, IC1, das wäre schon schön, wenn die auch mal hier verbaut werden. Verbaut wären, das wäre schön. So, 9 Kilometer noch, 8,5. Kommen sogar früher als geplant. Unser nächster Halt ist Dresden-Neustadt. Der Ausstieg ist in Fahrtrichtung rechts. So sieht's aus. Meine Damen und Herren, Ihre weiteren Reisemöglichkeiten ab Dresden-Neustadt. S-Bahn S1 nach Pirna, planmäßige Abfahrt 10.31 Uhr von Gleis 2. S-Bahn S1 nach Meißen-Triebestal, planmäßige Abfahrt 10.37 Uhr von Gleis 1. Regionalexpress der Linie RE1 nach Skoželice über Görlitz, planmäßige Abfahrt 10.38 Uhr von Gleis 3. Regionalbahn der Linie RB34 nach Kamenz, planmäßige Abfahrt 10.42 Uhr von Gleis 5. Und an die Regionalbahn der Linie RB33 nach Königsbrück, 10.49 Uhr von Gleis 4.
Wir bedanken uns bei allen Fahrgästen, die hier aus- oder umsteigen und wünschen Ihnen noch einen schönen Tag. Der Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung rechts. Auf Wiedersehen. Dem schließe ich mich an. Allen, die hier aussteigen, noch einen schönen Tag. So, wir haben Einfahrt mit 80. Also der Sound von den mit den Weichen, das ist schon geil, oder? Finde ich. Der hört sich geil an. Auch mit den Schienenstößen. Wunderschön. So, da wären wir, würde ich sagen. Machen wir mal ein schönes Foto. So. Wunderschön. Wunderschön, so passt es. So.
Da steht gegenüber noch ein IC1, mein absoluter Lieblingszug, muss ich ganz ehrlich sagen. Ah. Und schon fährt er ab. Steuerwagen fahren. Kein Steuerwagen. Aber ich glaube, das ist typisch bei den DTG-Fahrzeugen, die haben keinen Steuerwagen. Soweit ich weiß. Hier gibt es auch ganz schön Stoff. Na, immerhin ein Fernverkehrszug, der in diesem Szenario als KI-Fahrzeug vorhanden ist. Ist ein bisschen mau, aber naja. Besser als gar nichts. So, auf geht's nach Dresden, Hauptbahnhof. Ja, man hört schon so leicht die 146 arbeiten, ne? So ganz leicht. Langsam kommt es näher. Ja, da vorne rauscht noch eine Hamsterbacke ein. Das sieht man so leicht durch die Fenster. Ne, gar nicht. Dostos. Entschuldigung. Dosto bespannter RE. Jetzt sehe ich's. Da drüben, da steht er. Pirna, S2 ist sogar eine S-Bahn. Ja dann. Die Fahrgestaltung an 2474, bitte kommen. 2474 hört. Ich sehe, du bist gleich am Hauptbahnhof. Der Rangierdienst wird den Zug übernehmen und in die Abstellgleise fahren. Die Putzkolonne macht ihn dann zurecht für die Rückfahrt. Abfahrt ist 12.59 Uhr als Intercity 2442. Bis dahin hast du erstmal Pause. Erhole dich ein wenig, der Tag ist noch nicht vorbei. Prima, dann bis nachher. Ja, ich denke, ihr habt's gehört. Mein Dienst ist noch längst nicht zu Ende. Und ja, ihr könnt euch da auch noch auf weitere Teile freuen. Aber wie gesagt, gleich gibt es noch ein kleines Szenario mit einem ICE4. Und ja. Darauf freue ich mich, muss ich ehrlich sagen. Ich fahre gerne ICE4, habe ich schon lange nicht mehr. Und ja, möchte ich gleich ein wenig... Unser nächster Halt ist Dresden Hauptbahnhof. Sie erreichen dort alle vorgesehenen Anschlusszüge. Diese Zugfahrt endet dort. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Vielen Dank für Ihre Reise mit der Deutschen Bahn. Auf Wiedersehen. Der Ausstieg ist in Fahrtrichtung links.
So, 60 vorangekündigt. Meine Damen und Herren, Ihre weiteren Reisemöglichkeiten ab Dresden Hauptbahnhof. Es besteht Anschluss zur S-Bahn der Linie S2 nach Pirna. Planmäßige Abfahrt ist 10.40 Uhr von Gleis 13 an die S-Bahn S2 nach Dresden Flughafen. 10.48 Uhr von Gleis 14 an den Regionalexpress der Linie RE18 nach Cottbus Hauptbahnhof. 10.51 Uhr von Gleis 2 an die S-Bahn S1 nach Bad Schandau, planmäßige Abfahrt 10.53 Uhr von Gleis 13. Des Weiteren haben Sie noch Anschluss an die Regionalbahn der Linie RB60 nach Görlitz, planmäßige Abfahrt 10.59 Uhr von Gleis 8. Meine Damen und Herren, dieser Zug endet hier. Wir bitten Sie alle auszusteigen. Wir bedanken uns bei allen Reisenden für die Mitfahrt und wünschen Ihnen noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen. Ja, die S2, die in Neustadt steht, wird gleich als einer der Anschlusszüge in Dresden Hauptbahnhof seine Fahrt dann weiter nach Pirna fortsetzen. Was ich ein wenig komisch finde, ist, wenn hätten Leute mit der S2 fahren wollen bis nach Pirna, warum sind sie da nicht dann schon in Neustadt ausgestiegen und dort eingestiegen? Anstatt jetzt weiter zum Hauptbahnhof zu fahren und dort in die S2 zu steigen. Aber sei es drum, ich wäre in Neustadt ausgestiegen und dort eingestiegen. Aber ja, jeder wie er mag. So, herzlich willkommen in Dresden Hauptbahnhof. Unsere Fahrt endet hier, unser Szenario endet hier, aber noch nicht unser Video, weil wie gesagt, ich möchte ja mit euch noch eine kleine Runde im ICE 4 fahren. Und ja, bleibt also dran, weil es geht jetzt gleich nahtlos weiter. So, ich setze mich hier erstmal entspannt hin, denn ein wenig Pause. So.
Hier ist gut was los, würde ich sagen. Holla die Waldfee. Schauen wir uns den Dresdner Bahnhof mal von oben an. Müsste ja eigentlich auch gleich die S2 reinrauschen. Ich glaube, da hinten kommt sie. So, wir haben das Szenario auf jeden Fall abgeschlossen. Da steht noch eine Hamsterbacke. Sogar zwei. So, dann wollen wir mal schauen, wo wir jetzt mit dem ICE 4 fahren. Ja, das magische Ladeprozedere. Da sind wir. So, das haben wir abgeschlossen. Gehen wir mal auf schnelles Spiel. Suchen uns den ICE4. Bei wem ist das noch so langsam? Da haben wir ihn schon. Na klar, wir nehmen umweltfreundlich und Strecke. Frankfurt, Highspeed. Genau, wir nehmen Frankfurt und fahren bis. Mannheim, das wäre ganz schön lange. Was haben wir denn noch? Freiburg, Basel. Fahren wir von Freiburg bis nach Basel. Wetter nehmen wir mal Herbst. Nebel. Kurz nach 7. So. Fahren wir eine kleine Runde ICE4.
Ja, die Wartezeiten sind leider ein bisschen, ja, langwierig, warum auch immer. Ach, es tut mir leid, dass das so lange dauert. Ich kann leider nichts dran machen. Bei wem dauert das auch so lange, die Ladezeiten? Und bei wem ist das kürzer? Und was kann ich dagegen tun, dass das nicht so lange ist? Weil es nervt. Ich hoffe, ihr seid noch dran geblieben. Ich weiß, dass es ein bisschen gedauert hat. Ich entschuldige mich dafür. Oh Mann, das ist doch schrecklich.
Ah, es geht los. Endlich. So, wir öffnen. Störung. 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 Führerraum besetzt. So, dann wollen wir mal losfahren. Federspeichenbremse. Federspeicherbremse. Natürlich. Federspeicherbremse. Jawohl. Federspeicherbremse. Aber natürlich. Federspeicherbremse. So, dann starten wir nochmal von vorne. Ist ja fiktiv, beziehungsweise keine feste Ankunftszeit. So, jetzt aber. So, dann wollen wir mal 120. Auch eine geile Perspektive, oder? So, als wenn man so vor der Fahrerkabine steht, an dieser Tür, die zugeschlossen ist, an der Scheibe und genau so in den Führerraum schaut. Oder? So sieht das jetzt aus. Wunderschön.
glaube ich, die typische Spotter-Perspektive. Gehen wir mal weiter. Ja, dann machen wir es anders. Nordrhein-Westfalen. Ah ja. Den haben wir also extra aus Nordrhein-Westfalen geholt und hier eingesetzt in Freiburg. Beziehungsweise in Baden-Württemberg. Nicht schlecht. So, ich denke aber, dass wir dann auch gleich an den nächstgrößeren Bahnhof dann auch Schluss machen, weil das Video sonst doch zu lang wird.
So, Bad Kurzing wird dann unser endgültiger Haltepunkt, würde ich sagen. Passt nicht der ganze Zug rein, egal. Türen geöffnet. So. Ich würde sagen, damit beenden wir dann mal unser Video. Es war mir wie immer eine Freude, euch mein Szenario zu präsentieren. Ich hoffe, ihr bleibt gesund, bleibt mir treu. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, ich sag bis zum nächsten Mal. Habt noch ein schönes Wochenende. Genießt das sonnige Wetter und ja, feiert die niedrigen Inzidenzzahlen. Und mit der Ausfahrt des Zuges sage ich dann ciao. Servus und tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer, der Danny spielt das. Naja, wenn er denn ausfahren würde. Jetzt. Ah, immer ein wenig nachlegen. Das war's dann von meiner Seite. Passt auf euch auf, macht's gut, bleibt mir treu, bleibt gesund und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da, lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch nicht gefallen hat, macht wie immer am besten gar nichts und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, servus und tschüss.